Viper Gaming mit dem Roster DH01, Wilson und Xetran und AF No Hands mit dem Roster Domi, Mo und Kluger Kevin 88. Jawohl, sie treten bei. Jetzt sind alle auf dem Feld und der Countdown kann starten. So, jetzt geht es los. Viper Gaming gegen ARF No Hands. Das erste Spiel heute Abend. Best of 3 wird gespielt. Und ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Wir greifen an eine große Wundertüte, pardon. Denn beide Teams sind mir bisher kein Begriff. Aber Viper Gaming, den Begriff habe ich schon mal gehört. Damals noch in Verbindung mit Mycon. Weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Weise zusammen gehört oder gehörte oder nicht. Aber ich bin gespannt, was passiert. Aktuell noch ARF im Angriff. Das Spiel findet noch in der blauen Hälfte statt. Aber beide Teams müssen auch erstmal schauen, auf wen sie sich da einlassen müssen. Dementsprechend gehe ich schon fast davon aus, dass es aktuell noch ein bisschen verhalten losgeht. Aber wir sehen jetzt den ersten Angriff von Viper Gaming. Wird abgewehrt von Mo. Schöner Name übrigens, sehr leicht auszusprechen. Xetran jetzt in einer guten Chance, aber Mo ist wieder im Tor zu finden. DH01 nimmt hier den Pass von Wilson an. Führt ihn auch weiter vors Tor, da gibt es aber kein Follow-up. Xetran macht dennoch weiter Druck, auch dafür wieder der Follow-up. Mo war aber schon wieder da. Man muss hier gerade viel aus dem eigenen Tor rausholen. Xetran legt ihn sich selber vor, kommt aber auch nicht ran. Da kommt auf beiden Seiten gerade relativ wenig Druck, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, die beiden müssen sich noch warm machen, müssen sich hier noch ein bisschen einfinden. Dementsprechend sei es ihnen verziehen. Mo jetzt mit einer guten Attacke, kommt aber nicht an DH01 vorbei. Und Domi jetzt am Ball, Xetran vorbei, DH01 kriegt nochmal zur anderen Seite. Aber auch auf der Seite von No Hands. Wenig Druck aufs gegnerische Tor gerade. Xetran holt ihn da jetzt wieder raus. Da ist meistens immer nur einer vom Tor. Auf beiden Seiten, da kann man nicht viel machen. 1-3. Muss man schauen, dass man sich da vors Tor auch mal den Ball zuspielt. Domi an DH01 vorbei. Wilson fängt ihn aber ab. Kriegt ihn am klugen Kevin 88 vorbei. Ich finde den Namen übrigens sehr interessant. Kluger Kevin. Ist ein Widerspruch in sich, könnte man sagen. Aber vielleicht werden wir auch vom Gegenteil überzeugt. Domi spielt wieder weiter in die Mitte. Es ist ein ewiges Hin und Her, gerade Gebolze auf dem örtlichen Rasenplatz, wie man das möglicherweise kennt. Kinder aus dem Dorf werden verstehen, was ich meine. Da passiert nicht sonderlich viel. Ah, DH01 versucht langsam. Xetran war schon wieder am Start. DH01 macht es alleine! Das erste Tor! Kurz nach der Halbzeit. 1-0 jetzt für Viper Gaming. Schön gedribbelt von DH01. Zweieinhalb Minuten noch auf der Uhr. Ist auch gar kein Weltuntergang. Nochmal zur Wiederholung gespielt wird Best of 3. Wer das erste Spiel verliert, hat also noch eine Chance, sich ins dritte Spiel danach zu retten. Man muss dann aber zwei Spiele hintereinander gewinnen. DH01 hier nochmal mit einem guten Versuch. Scheitert dabei an Domi und Kluger Kevin. Holt ihn jetzt aus der Gefahrenzone raus, kann die noch weiter drin, kommt hier aber nicht an DH01 vorbei. Schade, schade, Domi. Gleich wird der nächsten Angriff, der sieht gut aus, geht übers Tor. Aber der kluge Kevin war leider zu spät da. Er macht jetzt den Ball nicht wieder weiter aufs Tor bringen. Oh, der ist gut, der ist wirklich gut, der ist drin, DH01. Von der Decke quasi. Schauen wir uns das nochmal an, fliegt ja weit, weit nach oben. Kommt ganz knapp an Mo vorbei. Zwei zu 0 jetzt also für Viper Gaming. Sie bauen ihre Führung auf. Sie sehen einen interessanten Krieger von DH01. Versucht zu Wave Dash. Anschlusstreffer von Domi. Schön gemacht. Wir sehen es. Jawohl, es sind Konsolenspieler. Auch alleine wieder an drei Leuten vorbei. Wilson macht das Tor komplett auf und Xetran kommt da nicht mehr ran. So schnell kann es passieren, aber noch liegt Viper Gaming vorne. Es sind noch knapp zwei Minuten zu spielen, pardon, Stunden. Was soll man dazu denn sagen? Eieiei. Es ist wahrscheinlich die Hitze, Leute. Es ist wahrscheinlich die Hitze, die mir heute zu schaffen macht. Es ist aber auch unerträglich warm. Die letzten 90 Sekunden laufen jetzt. Weiterhin steht es 2-1 für Viper Gaming. So langsam
muss dann No Hands mal in eine Pötte kommen, dass sie hier den Ausgleich erzielen. Ansonsten liegen sie nach dem ersten Spiel schon direkt hinten. Das ist nicht Ziel der Sache. Cetran bringt den Ball nochmal weit vor das Tor. Mo geht aber hoch und bekommt ihn auch. Auf DH01. Ah, da passiert noch nicht ganz so viel. Man versucht möglicherweise auch auf der Seite von Viper Gaming das Spiel jetzt über die Zeit zu gewinnen. Das ist bei einer Minute sehr mutig, aber nicht unmöglich. Wurde ja gerade in der Defensive deutlich Tempo aus dem Spiel genommen. Wilson bringt wieder weit nach vorne. Er wird aber nicht großartig hinterhergefahren. Ja, Cetran versucht es etwas verzögert, scheitert aber am Pfosten da. Und Domi kann jetzt den Angriff einleiten. 30 Sekunden auf der Uhr, das könnte die Chance werden. Nein, Cetran wehrt da souverän ab. Bringt wieder in die gegnerische Hälfte. Oh, das ist gefährlich. Mo, der ist drin! Auweia! Oh, 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 das darf in so einer Situation nicht passieren. Und da könnte der Sack jetzt tatsächlich zu sein. Das Eigentor von Mo. Ich glaube, da ärgern sie sich sehr drüber. Aber gut, das ist nur das erste von drei möglichen Spielen. Da ist noch nichts am Tisch. Aber ich denke, dieses erste Spiel wird dann schon gelaufen sein. DH01 auf meinem Angriff. Nee. 10 Sekunden, wenn der Ball in der eigenen Hälfte ist, jetzt nochmal zwei Tore zu machen, ist fast unmöglich. Vor allem, wenn da gerade die Geschwindigkeit nicht so aus der Defensive hinauskommt. Ja, jetzt ist es auch rechnerisch nicht mehr möglich. 1:0, jetzt also für Viper Gaming. Jawohl. So, ich brauche kurz eine Sekunde. So, bin ich auch bereit für die nächste Runde. Dann kannst du auch gleich wieder weitergehen. Das klappt es auch hoffentlich beim ersten Mal. Jawohl, alle sind auf dem Feld, das Spiel kann losgehen. Ich muss noch mal einen Schluck trinken, das ist sonst wirklich unerträglich hier. So, der erste Anschluss ging schon wieder in Richtung des Tores von No Hands. Dementsprechend wird da nochmal ordentlich Druck gemacht von Viper Gaming. Wait, sie haben die Farben gewechselt. Oh, warum macht man das? Heute geht alles drunter und drüber. Ich weiß nicht, warum man das macht. Man kennt es vielleicht aus dem echten Fußball, dass man die Spielfeldseiten wechselt. Ist in Rocket League leider nicht so. Domi legt vor auf Mo. Aber DH01 rettet ihn noch kurz vor dem Tor. Einmal an den Chat jetzt bitte nicht falsch verstehen. Die Teams haben einfach nur die Seiten gewechselt. Ich werde das Overlay jetzt dafür nicht ändern. Und dann müsste ich wieder alles umstellen. Kluger Kevin 88 legt hier aber vor für sein Team No Hands. 1:0 jetzt also für die Jungs von der Konsole. Jetzt haben wir hier die umgekehrte Situation, dass No Hands in Führung liegt. Das kann hier tatsächlich auch in Game 3 gehen, obwohl das zweite Spiel gerade erst angefangen hat. Bin ich sehr gespannt, ob wir da nochmal Turnaround sehen oder nicht. Und der ist gut. DH01 holt ihn von der Linie nochmal runter. Mo ist sofort wieder zur Stelle. DH01 muss hier gerade alles raus. Und er fährt schon ein großes Auto, um viel Fläche vorm Tor zuzumachen. Ist ihm bisher auch relativ gut gelungen, bis auf den einen Gegentreffer. Zumindest in diesem Spiel. Die müssen langsam aus der Defensive kommen, Viper Gaming. Oh, das ist gefährlich. DH01 macht da komplett auf, indem er am Ball vorbeifliegt. Da hat er sich ein bisschen übernommen. Schauen wir uns das nochmal an. Ja, da hat er sich nicht richtig abschätzen können. Ein kluger Kevin stand sofort bereit, Entschuldigung, um den Ball einfach nur ins Tor zu schießen. Da muss ich gerade selber überlegen, wo der Fehler lag. Ich habe ihn immerhin gefunden. 3,5 Minuten auf der Uhr. Wills jetzt eine gute Chance, fliegt aber am Ball vorbei. Domi kann sich da alle Zeit der Welt nehmen, um seinen Angriff aufzubauen. Leute,
Es ist unglaublich, was hier heute abgeht. Ich habe dort sprechen verlernt. Schieben wir es auf das Wetter. Haben auch die Wetter wechselt. Vor 2 Tagen war hier Land unter. Heute ist hier wieder 30 Grad im Schatten. Es macht einfach keinen Spaß, dieser Wetterumschwung. Oh, DH01 versucht von der Decke. Pass auf, Cetran war es, glaube ich. Kam leider nicht an. Das wäre schön gewesen, wenn der reingegangen wäre. Das erste wirkliche Passspiel vom gegnerischen Tor. Oh, 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 der ist gefährlich. Domi kam nicht ran. Der ist wieder auf der Linie. Domi holt ihn raus. Das ist unglaublich, was da auf der Seite von No Hands abgeht. Schon 3 Bälle wurden von der Linie gekratzt. Sehr, sehr ärgerlich für Viper Gaming gerade. Hätten eigentlich schon führen können, aber es fehlte immer der letzte Zentimeter. Cetran leitet ihn weiter in die Ecke. Scheitert da jetzt nicht unbedingt an Domi, aber Mo bringt ihn vors Tor, der könnte gefährlich werden. Nein, Cetran ist da. Schmeißt wieder weit aus dem eigenen 16er raus. Kluger Kevin trifft dann nochmal, aber geht nicht ins Tor. Au, 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 au. Viper Gaming muss sich da jetzt was einfallen lassen, um in den 2 Minuten nochmal auszugleichen. Eigentlich können sie es, aber sie scheitern aktuell an der Torlinie. Muss was kommen. Sie müssen jetzt ordentlich Druck machen und nicht nur hinten im Tor stehen. Sie müssen jetzt einfach mal ein bisschen risikoreicher spielen. Sie haben ja auch schon ein Spiel gewonnen. Sie können sich das also leisten. Wilson muss jetzt ran, fliegt aber vorbei. Domi kann schießen, nicht on target. Cetran scheitert am Mo. Sie müssen aus der Defensive rauskommen. Ansonsten haben wir gleich die gleiche Situation wie eben beim 2:0, als DH01 an der Wand am Ball vorbeigeflogen ist. Wodurch das 2:0 dann auch letztendlich entstanden ist. Wilson ist dann nicht aufs Tor, sondern entscheidet sich, den Ball in die Ecke zu spielen. Die Geschwindigkeit wird komplett rausgenommen. Warten wir mal, ob die Zweiter geht. Das könnte das 3:0 werden. Mo macht ihn. Und es sieht danach aus, als würden wir in Game 3 starten gleich. Gleich in der ersten Series heute wird es spannend. Das freut mich sehr. Sekunden auf der Uhr. Jetzt noch 3 Tore aufzuholen, könnte sich als schwierig gestalten, gerade wenn man bedenkt, dass beide Teams ja auf einem ungefähr gleichen Level sind. Und Cetran. Jetzt die Chance, den Ball abzuwehren. Nein, DH01 übernimmt es. Ah, Moment. Ah ja, sind die Farben, die mich verwirren. DH01 bei Viper Gaming. Der hat die ganzen Bälle da von der Linie geholt. Muss sich also nichts wirklich machen. Ja, da kam ich durcheinander, dadurch, dass die Teams wieder die Seiten gewechselt haben. Da habe ich wieder das halbe Spiel lang Müll erzählt. Tut mir natürlich auch leid. Da wäre fast der erste Treffer für Viper Gaming gewesen von Cetran. Aber Domi konnte nochmal von der Linie holen diesmal. Jetzt 30 Sekunden laufen. Ich denke, das kann man langsam abhaken. Das wird nichts mehr auf der Seite von Viper Gaming. Das Spiel müssen sie da leider abgeben. Aber gut. Es gibt ja immer noch ein drittes Spiel in dieser Best-of-3-Serie. Ich bin gespannt, was da passiert. Da geht es dann wirklich darum, wer aus dem Turnier fliegt und wer nicht. Bin ich gespannt, wie sich die beiden Teams unter so einer Drucksituation anstellen. Jetzt haben wir es 1:1. Ausgleich von No Hands. Und ich hoffe, dass sie jetzt nochmal die Seiten wechseln, weil dann passt das Overlay auch wieder. RNZ, ich grüße dich. Ja, sie wechseln wieder die Seiten. Das tut mir gerade echt zugute, weil dann schon das Overlay auch wieder. Zumindest das. Anstoß ist jetzt durch. Der erste gute Schuss aus Tor von Viper Gaming. Wird aber abgewehrt von Wilson. Mo ist auch schon wieder da. Müssen sie hinten aufpassen. Nur noch Domi ist da. Guter Schuss aufs Tor. Leider zu hoch. Aber Kevin ist schon wieder am Ball. DH01 macht da weiter Druck. Es macht den Eindruck, als könnte er auf der blauen Seite besser spielen als auf der orangenen. Aus was für einem Grund, kann ich nicht sagen. Aber wir warten das Spiel noch ab. Es sind gerade mal 30 Sekunden gelaufen.
guter Angriff jetzt. Wird aber abgewehrt von Domik. Cetran ist da, bringt nochmal nach vorne. Er kommt gefährlich nach vors Tor. Und dann der Follow-up. Nein, viel zu langsam. DH01 muss wieder aus der eigenen Hälfte rausholen. Sie sind immer alleine vorne im Angriff. Sie spielen beide Teams. Sie spielen tatsächlich sehr vorsichtig. Das kommt ihnen ehrlich gesagt nicht zugute. Weil das ist einfach die Geschwindigkeit aus dem Spiel. Ein guter Schuss aufs Tor von Mo. Wenn ich das richtig gesehen habe. Domi wird da jetzt aber aus dem Weg gekegelt. Da aufs Tor schießen können. Oh, das ist gefährlich. Der Verteidigung in den Rücken gespielt. Ich komme mit allem Scheiß durcheinander heute. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, es ist trotzdem irgendwie ansehnlich. Hier Domi nach vorne auf Mo ist aber überhaupt nicht am Ball. Wilson kann er jetzt nach vorne spielen. Macht es auch nicht. Ist gerade eine ordentliche Freakshow hier. Es geht hier Schlag auf Schlag. Steht weiterhin 0 zu 0. Ein Tor kann jetzt wirklich alles bedeuten. Oh, wow, wow. Sie nehmen sich aber auch selber die Geschwindigkeit aus dem Aufbauspiel auf beiden Seiten. Weiß nicht, ob es an der Absprache liegt, aber ich denke, dass beide Teams noch nicht so erfahren sind in Rocket League, aber da sind solche Turniere immer ganz gut. Oh, guter Versuch von DH01, der ist drin! Da ist es, das erste Tor von Viper Gaming. Das ist schön selber vorgelegt, das Tor war offen, alle drei Spieler waren in der Ecke. Und so schnell kann das ausgenutzt werden. Fataler Fehler von ARF No Hands wurde sofort bestraft von DH01. Aber es ist nur ein Tor. Es sind 3 Minuten zu spielen. Da ist noch nichts gegessen. DH01 kriegt den Pass dann nicht ganz auf Wilson. Maxetra macht weiter Druck. Der kommt vors Tor und der ist gut. Wow! Der ist drin! Und was für ein Winkel! Meine Güte, Xetran aus dem Nichts. Von da oben einfach reingemacht. Sehr schön. 2 zu 0. Er hat die Führung ausgebaut. Und das könnte jetzt echt wehtun. Für ARF No Hands. Wilson wieder im Anflug. Das gefällt Xetran. Ist da. 3 zu 0. Jetzt gibt's die Buden hier. Endlich kommen sie aus sich heraus, Viper Gaming. So muss das laufen. Da waren endlich mal 2 Leute vorne und sofort hat man gesehen, man kann scoren, wenn man einfach mal ein bisschen Offensivdruck macht. Und das wird No Hands gerade zum Verhängnis. Es tut ein bisschen weh, zu sehen, wie sie jetzt 3 Tore in kurzer Zeit kassiert haben, nachdem sie die ganze Zeit so gleich auf waren, im zweiten Spiel, ja, ausgeglichen haben quasi. Oh, das könnte das 3-1 werden. Nein, der geht vorbei. Kevin spielt immer nach vorne. Jetzt muss DH01 vielleicht ran. Nee, Wilson wird ihn nehmen. Oh, jetzt strugglen sie hinten aber in der Defense. Wir haben es eben bei Domi gesehen. Cetran nimmt sich die Zeit, die er braucht. DH01 übernimmt aber. Oh, das ist gefährlich. Kluger Kevin legt sich das selber vor. Schön gerettet von DH01. Amo ist sofort zur Stelle. Wir haben die 2-Minuten-Marke unterschritten jetzt. Da ist der erste Anschlusstreffer von Domi. 3 zu 1. Aber noch immer die Viper Gang mit 2 Treffern in Führung. Aber jetzt noch 2 Treffer zu erlangen in 2 Minuten, das ist möglich. Das können sie auf jeden Fall noch retten. Domi im Anflug, der geht aufs Tor, DH01. Lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Kommt doch am nächsten Spieler vorbei. Jetzt ist nur noch Moda. Pass auf Cetran und in die Mitte. Aber Wilson lässt da nichts anbrennen. Steht lieber ein Stück weiter hin. Oh, das ist fatal. DH01. Oh, weia. Was ist da passiert? Schauen wir uns das nochmal an. Wir haben gesehen, er hatte keinen Boost. Oh, da hat er sich verschätzt. Und sofort landet der Ball im Tor. Geschossen von ARF Domi. Jetzt ist es nur noch ein Treffer, den sie aufholen müssen. Viper Games wird jetzt alles darauf setzen, das nicht passieren zu lassen. Aber ein Treffer, wir haben es gesehen, das kann sehr schnell passieren. Es ist nur ein Fehler, der ausgenutzt werden muss. Domi spielt den Ball hoch vors Tor, geht aber keiner ran. Bleibt aber noch am Ball, kommt dann Cetran vorbei. Ja, jetzt fehlt ihm mal der Boost. Nein, Wilson ist dran.
Oh, das ist jetzt gefährlich. Kevin alleine hinten. Spielt Mode einen Rückpass. Gute Entscheidung. DH01. Der Junge, der so viel von der Linie runtergerettet hat. Aber auch in der Defensive häufig whifft, was dann zu Toren führt. Definitiv ein Spieler beider Extremer. Aber es sind nur noch 40 Sekunden, die sie die Bude sauber halten müssen. Jetzt mal guter Angriffsversuch von Viper Gaming. Da fehlt es aber an Power hinterm Ball. Um hier nochmal ein Tor zu erzielen. DH01 steht da weit vorne, macht das aber souverän. Da ist die Meldung durch, 30 Sekunden. Wir sind gleich bei 20 angelangt. Da muss No Hands jetzt mal ordentlich angreifen, wenn sie sich nicht selber über den Haufen fahren. Au, au, weia. Oh, guter Versuch. Schön gerettet von Mo. Jetzt möglicherweise die letzte Chance, hier nochmal anzugreifen für No Hands. Der muss im Tor landen. Domi versucht es über die Wand. Oh, der könnte in die Mitte kommen. Nicht so ganz. Nee, das war's. Oder war's das? Das war's. Viper Gaming gewinnt hier ganz knapp 2:1 im Achtelfinale heute. Hat sich mit verdientes Viertelfinale geschossen. Herzlichen Glückwunsch an Viper Gaming. Tränen verwischt und der Teufel lacht der Menschheit ins Antlitz, doch sie sehen es nicht. Verbotene Bilder im Kopf werden Wahrheit, wenn du die Welt mit meinen Augen siehst. Der Albtraum wird materiell, wenn du am Ende des Schlafes dem Traum entfliehst.